Und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Might and Magic 6, das Mandat des Himmels. Mit mir dem Captain und ich befinde mich im Tempel von Bar, wie man auf der Karte unschwer erkennen kann. Und habe diese komischen Spinnenhöhlen 1, 2, 3 gemacht und jetzt kommt die vierte noch dran. Jawohl. Habe ich eigentlich noch magisches Auge? Ja, noch. Und da sieht man auf dem Radarschirm, falls ihr es gesehen habt hier, ne? So, ich mache die Tür nicht auf. Da sieht man nämlich gleich. Boom, da kommt nicht was angeflogen. Deswegen, da will ich erstmal noch nicht aufmachen, diese Türen. Ich mache jetzt erstmal die Sachen, die hier offen sind. Weil die offensichtlich sind. Wie hier dieser Skelettraum zum Beispiel. Warum willst du eigentlich da? Du sollst den Skelett nicht immer. Oh, das Skelett sollst du anvisieren. Komm. Deswegen will er mal dahin. Scheiße. Weg, weg. Weg, Skelette. Na gut, die sind auch nicht unbedingt so stark hier. Wieder warten, bis alle da sind. So, wenn wir jetzt stehen, jetzt treffen sie auch, ne? Wenn die immer links, rechts laufen, dann trifft ja auch keiner von meinen Leuten, ne? Ja, gut. Zumal ich den Segen immer noch nicht erteilt habe. Oh, Scheiße. Da ist doch schon wieder einer, der. Ist doch schon wieder einer, der hier zaubert, ne? So. Stellen wir uns jetzt mal hier hin. Hey! Gut. Du sollst auf jeden Fall nicht weglaufen. Hey! Okay. Weg hier. Auf jeden Fall nicht. Da kommt ein Zauberer. Das ist nicht gut. Du kannst da erste Hilfe mal auf den Zauberer. Ja. Drei Zauberer sogar. Jawohl. Ein Geistlicher von Bar. Immer schön um die Ecke. Sehr gut. Sniper. Jetzt hast du mich mal erwischt. Scheiße. Da habe ich mal ein bisschen zu lange gezögert, ne? Boah, Mist. Thank you.
Ja, du musst mal alle vier wieder haben, ne? Ups, da fehlt was, ne? Aha. Ist er jetzt bald mal tot? Nee, immer noch nicht. Ach, dafür bin ich jetzt bald tot, oder was? Gibt's doch nicht hier. Gut. Der eine ist jedenfalls weg. Gut. Das bringt zumindest schon mal was. So, erste Hilfe für dich auch noch. Können wir zumindest hier hinten hingehen. Und den schon mal looten. Und dann können wir weiter in die Ecke gehen. Dieses Skelett dort wegmachen. Gut. Was ist das? Das ist der Priester. Ein Geistlicher von Bar. Okay. Dass der flieht wahrscheinlich, ne? Ja, der flieht! Der hat so viel abbekommen, dass er flieht. Jawohl. So. Zack. Der nächste, welches Skelett da auf dem MG-Feuer, also langsames MG, ne? Sagen wir mal eine Gatling, ne? Ist nicht so schnell, ne? Jawohl, der Messdiener ist auch weg. Oh, shit. Da sind mir die auf den Fersen. Immer noch. Zack. Ha, jawohl. Was? Zack. Zack. So, jetzt kriegen wir euch alle. Jetzt kriegen wir euch alle. Noch den letzten Rest da hinten. Weggefeuert. Kochtopf. Etwas Nahrung. Gut. Und da hinten sind noch Skelette. Gut. Hauptsache, die sind weg. Ha, der Geistliche hat auch Angst. Jawohl. Und er hat sogar einen Hammer bei sich. Und du hast nur Geld bei dir. Und du hast auch Geld bei dir. So, und jetzt gucken wir mal. Gab es hier noch irgendwelche... Noch irgendwelche Gebräusachen oder was? Hier gab es Müllhaufen. Nichts. Das war der Kochtopf. Den haben wir schon gesehen. Steine. Stein. Schädelhaufen der Schwäche, ne? Ich meine, Schädelhaufen der Schwäche macht wahrscheinlich genau das,
Was ich vermute, ne? Er schwächt wahrscheinlich alle. Ja, hier ist echt nichts. Ey, ich dachte, hier ist auch noch was. Aber hier waren nur ein Haufen Skelette und so weiter. Na gut, also hier kann ich jedenfalls erstmal nicht viel erreichen. Ich sollte, glaube ich, mich ein wenig... Ja, wo ist denn jetzt der Eingang? Ist das hier der Eingang? Nee, das ist nicht der Eingang. Der Eingang ist da drüben. Der Eingang ist auf der anderen Seite. So. Ich sollte mich zumindest hier mal ein bisschen zur Ruhe begeben. Das wäre zumindest mal sinnvoll. Also resten wir. Ja, kann ich sogar machen hier, direkt am Eingang. Sehr schön, dann magisches Auge und den Rest machen wir erst, wenn wir es brauchen. So, jetzt wollen wir mal gucken. Wenn ich jetzt hier rein will... Ach Gott, Mann. Also, da kriege ich Schmerzen. Die Tür schnappt zu. Was steht da drauf? Auf dem Holzfilz steht, wie die Winde wehen. Okay, nur dann können alle vier Türen... Die Tür schnappt zu. Ah. Ja, okay. Also die schnappen alle zu. Alles klar, vielen Dank. Dann, gut. Ausruhen. Brauchen wir so nicht machen. Das brauchen wir uns nicht antun, dass die... So, und weil ich immer gerne im Norden anfange, fange ich im Norden an. So. Das gefällt mir nicht. Diese Spalten. Ist nix. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wahrscheinlich hockt dann gleich eine Horde. Eine Horde Messdiener. Hinter dieser Tür. Diese Tür ist verschlossen. Hallo. Na gut. Und das so viel zum Thema. Ich fange im Norden an. Also hier bei diesem. Da ist auch nichts. Die Tür ist auch verschlossen. Okay. Also, die ist verschlossen. Dann gucken wir uns die im Süden an. Die ist bestimmt auch verschlossen. Pass auf. Sieht zumindest mal ein bisschen anders aus jetzt hier. Okay. Die ist auch verschlossen. Warum sind alle Türen verschlossen, ne? Hier geht's weiter. Hier ist ein Schlüssel. Jawohl. Ein Schlüssel. So. Den Schlüssel kannst du... Vorratsraumschlüssel. Okay. Also hinter diesen Statuen sind auch Schlüssel. Dann muss ich mir das mal merken. Da ist ja... Ah.
Skelett Lord. Okay, gut. Dann raus hier. So. Gut. Sobald man hier so eine Statue angefasst hat, kommt wahrscheinlich. Gut. Jawohl. Tötet. Ey, ihr sollt mich nicht weghauen hier. Ah, da ist noch der Messdiener. Natürlich. Boah. So, weg ist er. So. Okay, gut. Der Messdiener ist da, ne? Hier finden wir schon mal Gold. Ein Mehlsack. Leerer Sack. Zwei Nahrung, sehr gut. Haben wir zwei Nahrung. Und eine Truhe. Du bist mir verdächtig weit unten. Und es behagt mich nicht. Verstanden. Ha, perfekt. Gut. So geht das. Geld, Geld, Geld. Badehausschlüssel. Sehr gut. Aha. Nur was zum Verkaufen. Aha. Amulett. Wahrscheinlich von einem Alchemisten geschaffen. Auch was zum Verkaufen. Gut. Schade. Ich dachte, hier ist vielleicht ein bisschen mehr drin. Aber nee. Aber gut. So geht's auch. Du kannst dem auch ein bisschen was geben, mitgeben. Badehaus ist wahrscheinlich auf der anderen Seite. Immer die Frage, woher kommen die Viecher, ne? Und noch mal erste Hilfe. Jawohl. Ich nehme an, das Badehaus ist jetzt wahrscheinlich dieser Platz hier, oder? Nein. Alles klar, das ist jetzt wahrscheinlich der da hinten. Und ich gehe davon aus, nachdem ich die Tür geöffnet habe. War klar. So. Was ist mit dir? Verflucht! Gut, schnell hier durch. So. Gut, wir haben es geschafft. Wir sind zumindest mal dem entkommen. Da hinten ist noch einer. Ich wusste doch, dass hier noch irgendwas ist und auf mich schießt, ne? Komm. Hey. Weg. So. Nur, diesen Fluch ist natürlich jetzt blöd, weil den muss ich... Den Fluch entfernen muss ich im Tempel machen. Das kann ich nicht machen, ne? Skelette verfluchen also einen nach der Zeit, ne? Das ist zumindest schon mal gut zu wissen. So, gab es jetzt hier noch irgendwie da noch was? Also wann immer ich so eine Tür aufmache, ist in dem Raum irgendwas. Und da ist das und das und das. Und das und hier ist noch eine Kiste. So. Okay.
Okay, das könnte jetzt schwierig werden. Verstanden. Na, doch nicht. Okay, gut. So, Geld. Vorratsraumschlüssel. Okay, das ist wahrscheinlich für den anderen Vorratsraum. Hm. Ein kleines Schild verkaufen. Aha. 3D3 verkaufen. Aha. Verkaufen. Ich weiß es nicht. Oh, ein Amulett. Ich weiß es nicht. Aha. Ein beidhändiges Schwert. Na, aber immerhin. Ist doch schon mal gut. Irgendwas an diesen Götzen hier? Nö. Irgendwas in den Ecken. Manchmal ist auch was in den Ecken, ne? So. Ja, jetzt müssen wir leider die beiden erstmal entfluchen. Was natürlich dazu führt, dass wir jetzt erstmal raus müssen aus dem Tempel. Und das können wir gar nicht, weil es Mitternacht ist. Scheiße. Dann bleiben wir doch im Tempel. Gut. Dann muss ich mit dem Fluch klarkommen jetzt erstmal. Okay. Vorratsraumschlüssel, genau. Das ist wahrscheinlich der hier drüben, ne? Der andere, ne? Oh, Zauberspruch misslungen. Komm. Das ist ein Stufe 1 Zauberspruch, verdammt. Gott, der erste ist schon mal weg. Warum sehe ich nichts mehr? Weil ausgerechnet jetzt das magische Auge abbrechen musste. So, jetzt gehen wir erstmal hier rüber. Uns mal in eure scheiß Höhlen zurück. Das ist nicht gut. Nicht gut, wenn du so schlecht dran bist, ne? So. Waren das hoffentlich jetzt alle? Du musst auf jeden Fall überleben. Weil, wie war das? Sachen gehen kaputt, wenn ein Charakter stirbt, ne? Dann gehen Gegenstände kaputt. Und nicht anders. Und nur deswegen musste ich reparieren bisher auch noch nie einsetzen. Halt, Moment. Hier im Süden war doch der Vorratsraum. So, den habe ich doch geöffnet jetzt. Was haben wir da? Ein Umhang. Aha. Plus 5 Reaktion. Gut. Pyramidsack. Ja. Du sollst doch ein paar Punkte kriegen. Komm. Tu nicht so. Hopp. Gott sei Dank. So. Verstanden. Jawohl. Erwischt. Zack. Dann haben wir hier einen Schutztrank. Ah, Kavallerist, Schütze, Hexer. Hallo, das ist schön, dass ich schon Kavallerist bin. Nicht mehr Ritter nur, ne? Dann, was haben wir hier? Aha. Ein Helm, ein Sechserhelm. So.
Geheimtürschlüssel. Jawohl. Ja, ist die Frage, ob das jetzt der Raum da drüben ist. Dass die Geheimtür ist. Wir speichern ab. Ja, viel speichern ist ja in dem Sinne. Nein, die Tür ist weiterhin verschlossen. Die hier in der Mitte wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Ich gehe mal davon aus, dass es erst geht, wenn wir alle Sachen gemacht haben. So. Die geht auf. Hab ich kein magisches Auge mehr? Hui. Das ist natürlich nicht so nett hier. Hier ist nichts. Muss ja wieder da haben, so. Kann ich die jetzt fertig machen oder was? Die ganze Zeit oder was? Gut. Fliegst auch blank. Ah. Jetzt haut er ab. Wo ist er denn jetzt hin? Oh, Mist. Oh. Ach, misslungen. Oh, Scheiße. Von unten kommen ja auch welche. Ihr habt euch von unten angeschlichen. Und von oben. Jetzt nimmt er mich in die Zange oder was hier? Erste Hilfe. Ach, natürlich gefisselt. Das ist klar. Ja, ich weiß. Du siehst überhaupt nicht gut aus. So, jetzt hast du zumindest mal ein bisschen Schutz wieder. Ein bisschen Heilung hier. So. Warum hängen die eigentlich so in der Wand fest, ne? Das ist so merkwürdig, ne? So, ihr müsst alle dran. So. Ah.
Ah ja, also wahrscheinlich echt das gleiche hier. Oh, das sind... Das Geheimtüren? Sind das Geheimtüren oder... Auf jeden Fall kann man oben durch die Mitte gehen. Wie spät haben wir es jetzt? Verflucht. Das wollte ich nicht. Time. 3 Uhr nachts. Ja, okay, gut. Bis ich... So, gehen wir raus. Mal lösen wir erstmal den Fluch und dann lassen wir uns voll heilen und dann kommen wir zurück. Ganz einfach. Wir haben ja auch genügend Geld gemacht. Das heißt, wir können eigentlich auch ein bisschen... Wir haben auch genügend Zeug gesammelt. Können wir auch mal zwischendrin ein bisschen verkaufen. Genau. Können wir mal den Speed-Modus anmachen hier. Zack. So, ab hoch zu Burg Iron Fist. So, der Heiler ist hier hinten. Geschlossen. Ja, geschlossen. Wie schön. Noch eine Stunde. Den Rest. Geschlossen. 4,50 Euro. Wer bist du? Zimmermann. Du, Hellseher. Komm. Hallo. Unglück. Ich kann das Mal des Unglücks auf deinem Gesicht sehen. Es hängt wie eine Wolke über deinem Kopf, verdeckt. Verdeckt deine Gesichtszüge und wirft einen dunklen Schatten über deine Zukunft. Groß und fürchterliche Abenteuer warten auf dich, mein Freund. Kreuzritter. Ah, Wilbur Humphrey vollzieht während Ronans Abwesenheit die Beförderung von Paladin zu Kreuzrittern. Naja gut, die Kreuzritteraufgabe, die, muss geschlossen ich machen, da ich hier komm noch ein paar geschlossen Minuten hier 57 nö, 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 nö. Geschlossen, jetzt können wir unsere Dienste anbieten. Heilen, komm, ihr dürft das auch heilen komplett. Leb wohl und viel Erfolg. Vielen Dank und viel Erfolg. Jawohl, dann kriegen wir nochmal Geschick hier. Und Reaktion und Reaktion. Die königliche Turnhalle. Machen wir jetzt das jetzt? Nein, machen wir nicht. Können wir nicht gleich wieder ein Level up machen? Das können wir auch. Was ist das für ein Bürger? Das ist die Hellseherin. Gehen wir lieber jetzt mal die Sachen verkaufen. Haben wir nicht. Ich weiß nicht. Oh, ein Hammer, den ich identifizieren kann. Ich weiß nicht. Noch ein Hammer, den ich identifizieren kann. So. Gut, der Umhang. Rüstung plus 5, Reaktion 3. Genau, Reaktion 5. Du, Ausdauer 3. Geschick 7. 550. Du hast sowieso schon so einen guten Geschick 7. Ja, ist eigentlich recht. Der ist der schlechteste. Komm. Dann hast du davon ein bisschen mehr. So, hast den Hammer. Beide Hammer sind so. Ich weiß es nicht. Und das kannst du noch nicht identifizieren. Na gut. Gehen wir zu unserem geschlossen Rüstungsladen. Geschlossen. Eine Stunde warten. Du suchst deine Waffe. Verkaufen. Nein, wir suchen keine Waffe. Wir wollen den ganzen Schmodder hier loswerden. So. Gut.
Bis bald. Die Waffen bitte nicht anfassen. Ja, das sind aber Rüstungsteile, die du da hast. Bis demnächst. Bis demnächst, genau. Und wo ist jetzt die Berserkers Zorn? Achso, die ist wahrscheinlich gar nicht hier unten, die andere Verkäuferin, ne? Aber gut. Die Sachen sind relativ problemlos. Das magische Auge haben wir noch nicht genommen wieder. So, nachdem wir das jetzt alles gemacht haben, speichern und wir gehen dann wieder rein. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Bis dann, sagt der Captain.